gibt's jetzt zu sehen auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst ja jetzt schon vom Titel, was passiert. Ihr seht's an meinem Grinsen. Ich glaube, heute wird richtig, richtig, richtig geil. Robert und ich waren ja im Skatepark in Chemnitz und haben die 50 Tricks Challenge gespielt und einer im Skatepark hatte ein Hardtail-Bike, wo er eine Doppelbrückengabel von seinem Downhill reingesteckt hat und ich habe das Bike dann geflippt und die Gabel war mega weich, deswegen ging es gar nicht so gut, aber es hat sich echt nicht schlecht angefühlt und ich habe mir da in dem Moment gedacht, ey, wenn wir da eine härtere Gabel reinbauen mit mehr Luft drauf oder mit einer härteren Feder, dann kann das so geil funktionieren. Und heute habe ich aus meinem Downhill-Bike und meinem Dirtjump-Bike eins gemacht und wir haben die ultimative Downhill-Bike-Modification mit 27,5er Vorderrad vorn, 26 Zoll hinten und der Doppelbrücken Fox 40 vorne drin. Und wir shredden heute Trails und gucken, was wir noch so finden. Ich kann es kaum erwarten, die Karre zu testen. Ich zeige euch noch ganz kurz, wie wir das Teil umgesteckt haben daheim. Ich habe jetzt alles schon vorbereitet, habe meine Pike aus dem Dirtjump-Bike rausgebaut und das Vorderrad plus meine Fox 40 aus meinem Downhill-Bike. Und jetzt stecke ich eben die Doppelbrückengabel in mein Dirtjump-Bike. Ich hoffe, dass es gleich auf Anhieb passt, müsste aber eigentlich passen. Wir lassen den Rotor jetzt direkt dran, weil der dient jetzt als extra Spacer, den ich sowieso brauche. Und wir müssten sonst die Bremsanlage noch komplett wechseln, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Und die Hinterradbremse ran und dann ist das gute Teil fertig. Wie geil ist das bitte? Ey, es sieht echt fett aus, oder? Also ich find's geil, guck mal wie geil das matcht. Bam, 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 bam. Ja. Und jetzt gibt's noch einen ganz kleinen, aber feinen Bikeporn und dann testen wir die Karre. Am Eingang von dem einen Trail hier ist so ein, kleiner Sprung am Anfang, so 4-5 Meter weit und dann kommt hinten eine Kurve und dann beginnt der Trail und wir heizen einfach rein, Robert hält drauf und wir testen das Biest. Nämlich jetzt gar nicht so viel höher, wie ich mein Fahrrad sonst fahre, weil ich habe ja mit mehr oder weniger mit Absicht, auch weil es ein bisschen Arbeit erspart hat, hier diesen Rotor drin gelassen. Dann kommt hier der Vorbau und das baut jetzt eigentlich ungefähr genauso hoch, wie ich auch sonst das Dirtjump-Bike fahre. Das Einzige, was ist, dass halt eben durch die lange Federgabel und durch das 27,5er Rad sich die Geometrie ein bisschen verschiebt und man doch ein bisschen weiter nach oben kommt. Aber es fühlt sich im Grunde genommen echt cool an, was bloß ein bisschen verrückt ist. Man ist halt gewohnt, dass hinten irgendwas federt, aber es passiert halt nichts. Aber ansonsten voll geil. Wir machen jetzt einen Suicide No Hand an dem Sprung und dann schneiden wir euch diesen ganzen Trail runter zu, einfach in einem Rutsch zusammen und ich baller einmal komplett runter.
ey, man kann trotzdem mit dem Bike ordentlich Gas geben und rollen lassen. Ein Manko, was ich jetzt noch festgestellt habe, ist, was mir eigentlich vorweg auch klar war. Ich fahre ja hinten die Race King Reifen, 26 Zoll. Und ja, ich habe Luft abgelassen, damit das Ganze erstmal besser grippt. Aber auf den Baron Reifen vorn ist natürlich viel mehr Profil drauf und die graben sich viel mehr in den Waldboden rein. Und vor allem heute ist es echt, ja, schon matschig, jetzt nicht komplett rutschig, aber es ist schon gut nass. Und hinten sind eben kleinere Profilstollen als vorn und man merkt schon, wie das Fahrrad so ein bisschen ins Rutschen kommt. Ja, der Trail, den ich euch jetzt gerade reingeschnitten habe, mündet dann in so ein fettes Road Gap. Das wollte ich euch aber vorab nochmal zeigen. Hier oben ist der Absprung, der kommt nach dieser Zweier-Kurvensektion und dann geht es von da dort rein in die Landung. Und man muss jetzt hier schon eine richtig gute Linie treffen, um das zu schaffen. Hier wäre der Sweet Spot der Landung und das sind so eine Fahrradlänge, noch eine zweite und wenn wir es jetzt nach oben verlängern, noch eine dritte und ein bisschen mehr. Also es ist schon ein fettes Gap auf dem Downhill-Modbike. Ab geht's! Maschine. Also es war echt ein kleiner Kampf, ich glaube man hat es gesehen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, aber ich bin in den Kurven so am Rutschen. Hab's reingeschafft, hat funktioniert, stoked. Was ich noch sagen wollte am Anfang, ich wollte euch bloß nicht am Anfang 3 Minuten zuquatschen. Nachdem ich diesen Backflip mit diesem anderen Downhill-Mod-Bike hochgeladen hatte bei Instagram, da haben mir einige Leute geschrieben und auch kommentiert, dass die auch solche Bikes fahren. Aber das waren nicht mal aus Deutschland, sondern viele Leute aus Südamerika. Es waren einer aus Chile und 2 aus Brasilien. Ich glaube noch aus Panama einer. Es waren 4 oder 5 Mann. Auf jeden Fall haben die gesagt, die können sich kein Fully leisten und fahren deswegen ihre Hardtail-Bikes mit Doppelbrückengabel. Sieht man mal wieder, wie gut es uns hier eigentlich geht und dass wir uns schon ordentliche Rennboliden leisten können, die teilweise teurer sind als von manch einem das Auto. Trotzdem muss man hier wieder sagen, es funktioniert. Also es geht echt gut. Ich würde aber behaupten, dass das einfach für die Geometrie des Rahmens nicht ganz ausgelegt ist und dass früher oder später sich bestimmt irgendwelche Brüche und Risse auftun werden. Deswegen, ich glaube, es ist ganz cool, wenn wir das mal 1-2 Tage machen. Aber ich glaube, auf Dauer ist da echt der Rahmenverschleiß ziemlich groß. Wir ballern noch einen anderen Trail runter. Wir machen eine Abfahrt mit der Helmkamera, beziehungsweise mit den Helmkameras. Ich habe noch die Osmo Action an den Brustgurt montiert und switch dann immer mal von der GoPro 8 zur Osmo Action. Ich habe die ja zugeschickt bekommen und wir haben die Indoor getestet, wir haben die außerdem im La Poma Bikepark schon getestet, aber da war der Sound durch den Wind, der dort zu dem Zeitpunkt ging, so Mist, dass ich das nirgendwo reingeschnitten habe. Habe jetzt aber hier so einen Windpuschel drauf, den kann man sich überall bestellen und dann sollte das, denke ich, passen. Also Abfahrt auf dem Überbike durch den Wald. Okay, ab geht's. Einen neuen Trail, den ihr noch nie in einem Video gesehen habt. Beide Helmkameras dran und Robert steht auch noch irgendwo im Wald. Ja. Ich rutsch hinten echt. Was? Oh! Yo! Über die Wurzeln. Über die Wurzeln. Hier unten kommen dann noch 2 Sprünge. Die sind cool. Yes! Hier sind sie. 1, 2, noch einer, yes, yo,
Bei den vermehrten Wurzeln und bei den engen Kurven habe ich schon echt gemerkt, wie ich einen Dämpfer hinten echt gebraucht hätte. Hoffe aber, ihr habt auch noch mal ein Bild davon bekommen, wie die Osmo Action performt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein paar Treppen fahren mit der Maschine. Ab geht's. Wir sind an einem ziemlich coolen Treppenset angekommen. Das habe ich auch noch nie in irgendeinem Video gesendet, ist aber eigentlich direkt bei mir in der Nähe. Ich kann von dort Anlauf nehmen, doppeln und dann unten nochmal, ja, ich weiß nicht, ob ich dann unten ins Flat senden soll. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht so gut für den Rahmen ist. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Ich habe für die Trails Luft abgelassen auf dem Hinterrad und habe aber nicht dran gedacht und der Durchschlag war gerade bis auf die Felge. Also ich habe es gespürt. Ich habe ja hinten keinen Dämpfer drin, deswegen nimmt alles der Reifen raus. Ich habe einfach Luft gelassen, ich habe gefühlt 2 Bar drauf. Definitiv zu wenig gewesen. Aber nichts passiert, es zischt nichts. Alles gut. Wir sind jetzt am finalen Spot angekommen, nämlich an meinem Dirtjump-Compound. Hier ist der Tricksprung hinter mir und auf dem werden wir jetzt fahren. Drüben meine Line geht nicht zu fahren, es hat letzte Nacht geregnet und das merkt man definitiv. Wir müssen natürlich auch auschecken, ob das Biest auch Airtime verträgt und gegebenenfalls auch einen großen Sprung backflippen kann, aber ich glaube schon. Wir senden den erstmal straight oder mit einem kleinen Trick und dann müssen wir es auf jeden Fall flippen. Anfahrt hoch. Yo. Okay. Und auch hier wieder, es ging echt verdammt gut. Wir haben ein bisschen mehr Luft aufgepumpt auf das Hinterrad, damit es mehr grippt und damit es auch nicht so sehr in der Rampe nachgibt. Keine Ahnung, hat sich angefühlt wie immer, ich habe direkt einen Suicide No Hand gemacht. Bevor wir es flippen, würde ich aber noch einen anderen Trick machen. Ich weiß jetzt auch noch nicht was, aber einfach nochmal zum Feeling. Ja, es fühlt sich einfach cool an, das Teil zu fahren. Es geht echt geil. Yes! Jetzt ist es soweit. Mein Tagesziel für heute war, das Teil auf einem großen Sprung zu flippen. Ich habe ja das andere Bike von dem einen Dude schon aus dem Skatepark rausgeflippt, aber ich glaube, hier ist noch mal eine andere Nummer, ist auf jeden Fall größer. Okay. Ging echt so gut, es war fast wie auf dem normalen Fahrrad. Also setzen wir noch einen drauf. Wir machen als finalen Move für heute Flip No Hand auf dem Downhill Dirt Jump Bike Mod. Ja, als Finisher. Ey, es geht echt so geil. Es macht echt Bock. Wenn ihr mal Bock drauf habt, euch langweilig ist, probiert es mal aus. Geil. Läuft, war mal wieder eine ziemliche Schnapsidee. Der Dude aus dem Skatepark hat uns draufgebracht und ich muss sagen, es war echt verdammt erfolgreich. 26 Zoll hinten, 27,5 vorn, Doppelbrückengabel, mein Downhill-Lenker natürlich auch dran, Vorderradbremse.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mich auf jeden Fall mal hier oben in der Abstimmung wissen, die Seite, glaube ich, genau, ob ihr einen Teil 2 sehen wollt. Die Dirtline hier, beziehungsweise die Slopestyle-Line, können wir auf jeden Fall noch fahren. Dafür muss es mal ein bisschen abtrocknen. Und auch sonst, wir haben hier noch so viele Sachen, die wir mit dem Teil senden können. Also lasst mich auf jeden Fall mal wissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Like da und abonniert den Channel. Haut rein, Leute. Peace.